Jojojo, Leute, willkommen zu einem Infovideo zu Blended Side 2. Ja, vor gut anderthalb Wochen wurde Sony Online Entertainment verkauft an eine Investmentfirma aus den USA, an Columbus Nova. Heißt jetzt Daybreak Gedöns, irgendwas. Und ja, ich wollte euch nur kurz, da ein paar Infos dazu geben, warum vermutlich diese SOE verkauft worden ist von Sony. Als Hauptgrund wird momentan gehandelt, dass der Hack, wo 2011 Millionen von Daten geklaut worden sind, den Ruf von SOE so dermaßen beschädigt hat, dass es einfach nicht mehr lukrativ genug war. Ja, das ist jetzt wieder so eine zweischneidige Geschichte, weil die Sachen, was sie entwickelt haben, wie Blended Side 2 oder EverQuest, dass das eigentlich das Spiel, das MMO, wo es eigentlich das Genre eingeleitet hat, oder wo viele sagen, es hat das Genre eingeleitet, das Multimassive Gaming, dass man sowas verkauft. Natürlich, die Daybreak Company hat die Mitarbeiter übernommen, den Chefentwickler und alles. Ob die Qualität der Spiele oder was jetzt da weitergeht, rauskommt, ob es einen Nachfolger von EverQuest gibt, wie sie gesagt haben mit EverQuest Next. Sie sagen zwar, sie entwickeln alle Spiele weiter und versuchen das auch qualitativ hochwertig zu machen, aber sie haben auch angekündigt, dann auf die Xbox Spiele zu entwickeln. Und ich denke, wenn man sich so arg verteilt auf alle Konsolen, dass es da auch schon Abstriche geben muss von der Qualität her. Deswegen, ich bin da nicht so überzeugt, ob das jetzt wirklich alles so perfekt läuft, weil momentan spackt Blended Side, weil das ist das einzige Spiel ist, von denen, wo ich jetzt spiele, ziemlich rum, was so manchmal die Ping-Einbrüche eingeht oder die Ping-Einbrüche von über 6000. Da brauchst du ein Spiel, Online-Spiel nicht spielen wollen, weil das kannst du knicken. Deswegen, ich halte ein Auge drauf, wie es sich mit SOE bzw. Daybreak Game Company weitergeht, und ich werde euch immer auf dem Laufenden halten, und demnächst wird es auch ein Update-Video wieder geben zu den letzten Updates. Es war jetzt ein bisschen ruhiger um uns geworden, nicht weil wir keine Lust mehr haben oder so, nee, weil bei mir jetzt hier in Baden-Württemberg Fasching ist und deswegen ich sehr aktiv bin. Deswegen wurden solche Videos momentan leider ein bisschen kürzer genommen, aber ab nächster Woche geht es wieder voll los und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und ich halte auf euch auf dem Laufenden. Besser gesagt, wir halten euch auf dem Laufenden. Und bis dahin, schönen Abend noch. Tschüss.